Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier im Inneren des Jeep Grand Cherokee und wir wollen jetzt die Vorderachse so weit zusammenbauen, Hinterachse und so weiter und so fort, damit wir ziemlich schnell auch die Probefahrt machen können. Und welche Farbe er kriegt, das wissen wir auch noch nicht. Das kriegen wir auch noch raus. So, gut, also, da werden wir jetzt erstmal ganz kurz noch einkaufen. Und zwar machen wir da uns erstmal über die Spurstange und den Spurstangenkopf her. Zwei Stück. Dann brauchen wir noch die Stabi. Und zwar brauchen wir diese hier zweimal. Dann brauchen wir diese hier zweimal. Dann brauchen wir den hier. Und dann brauchen wir den hinteren Typ B auch. Das habe ich mir noch gemerkt. So, dann war vorne Bremsen, da können wir auch gleich noch kaufen, und zwar zwei Bremsscheiben, zwei hintere Bremsscheiben und viermal Bremsbeläge. Bei den Sätteln weiß ich nicht, wie viel wir repariert bekommen haben, und ABS-Modul müssen wir auf jeden Fall kaufen. Bei der Pumpe könnte man repariert gekriegt haben, bin mir nicht sicher. Das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist. Gut, dann bauen wir das nämlich jetzt hier erstmal zusammen und gucken mal, wie viele Teile wieder nach. Oh Gott, da geht's schon los. Vorderradschenkel Typ C. Den habe ich schon gekauft. Okay. Dann brauchen wir jetzt Aufhängung. Vordere Achsschenkel Typ C. Da, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Vorderer da. Nee, das ist der hintere. Vorderer ist bei V. Typ C. Zweimal. Kaufen. Dankeschön. Jo, und dann haben wir das. Dann brauchen wir den Spurstangenkopf. Und dann brauchen wir hier obere Querlenker. Oh, den haben wir repariert gekriegt. Gummimuffen, da sind sie drin. Da haben wir ein paar Stück von verbauen noch. So. Dann haben wir den unteren Querlenkerarm. Den müssen wir einen nachher nachkaufen, okay. Dann müssen wir wieder achten drauf, welcher das von beiden ist, ne? Den Stoßdämpfer, das haben wir schon gemacht. Dann haben wir die Sauberkoppelstange auch dran. Und dann geht es hier los mit der Achse weiter. Gelenkschutz brauchen wir auch zwei Stück, okay. Der ist ziemlich weit oben. Gelenkschutz Vorderachse zweimal haben wir. Okay. Dann angebaut. Die vordere Radnabe. Oh, da haben wir beide repariert gekriegt. Sehr schön. Dann können wir gleich Radlager kaufen. Vier Stück. Warte mal. Da ist, nein. Wo ist das Radlager? Da, Radnabenlager. Da. Stück vier von vorne und hinten. Jeweils zwei. Die können nämlich hier reparieren. Zack, da ist er drin. Dann Bremsscheibe. Bremsbeläge, Bremssattel, okay, das ist 2-2, da müssen wir noch 2-2 nachkaufen. Ja, das kriegen wir dann hin. So, vordere Antriebswelle A. Haben wir beide. Das ist aber teuer hier. Das wird teuer. Vordere Antriebswelle A, brauchen wir zwei Stück. Na gut, wir haben noch 60.000, haben wir noch. Also, da geht schon noch was. So, okay, haben wir drin. Puschen haben wir noch nicht fertig, aber auf der Seite ist die Achse soweit fertig. Okay. Dann machen wir die andere Seite die Achse auch soweit fertig. Dass hier was kommt. Oder was geht. So, Spurstand, Kopf angeschraubt. Den oberen haben wir noch. Ja. Auch fertig. So, dann brauchen wir den Gelenkschutz. Die vordere Radnabe. Schraub, Schraub, Schraub. Das Radlager bitte. Danke. Und die Antriebswelle. Schön. Dann da geht dann noch die Bremsscheibe drauf. Der Bremsklopf geht da drauf. Und der letzte Sattel, den wir noch vollständig haben. So, dann müssen wir den unteren Querlenkerarm kaufen. Oh, wie unterer Querlenkerarm. Jetzt erwartet, dass es hier nicht irgendwo dabei ist, aber wir sind bei V, ne? Eine Aufhängung dabei? Unterer Querlenker, da ist er. Komisch. Ich den jetzt gut übersehen. Gut übersehen, den Jungen. So. Ja, manchmal passiert's. So, dann, also Stoßdämpfer noch einsetzen hier. Diesen hier und die obligatorische Kuppelstange hier. Vom Typ B. Gut, das hätten wir. Dann können wir uns um den Auspuff kümmern.
So, was brauchen wir das Schönes? Da brauchen wir Exhaust Section Katalysatoren, zwei. Ich mal hier dazwischen springen. So, dann brauchen wir Mittelschalldämpfer und Exhaust Pipe B. Da auch Exhaust Pipe B. Ja. Und dann noch den Endschalldämpfer V8. Also, Auspuff. Wir brauchen den Endschalldämpfer V8 zweimal. Wir brauchen Exhaust Pipe B zweimal. Wir brauchen Mittelschalldämpfer und Katalysator jeweils zweimal. Und bei dem Flammenrohr weiß ich jetzt nicht mehr, welches es war. Front Exhaust Section. Oh, hier wollte ich drücken. Nicht Escape. Front Exhaust Section. OVG. Zweimal. Danke. Gut, dann wieder reingesprungen in den Anbaumodus und auf geht's. Ja. Und den noch. So, okay. Na? Will er nicht dran zoomen da? Manchmal ziert er sich. So, ein Cut, zwei Cut. Mittelschalldämpfer. Noch einer von Exhaustpipe B. Exhaustpipe B. Interessant aus, ne? Also das Bild sieht anders aus als das, was hier wirklich dann dran hängt. Weil der Winkel war da jetzt nicht zu sehen in der Exhaustpipe B, ne? Also in der Zeichnung. Oder? Hm. Also wenn ich mich recht erinnere, dann nicht, ne? Gucken wir jetzt mal schnell nach. Exhaustpipe B. Da ist doch dieser. Der Bogen ist da nicht drin. Das ist einfach wie normal Auspuff, das Bild. Wie dieses hier. Na gut, okay. Okay, da ist wohl noch ein kleiner Bug. Ist ja nicht der einzige, den wir hier haben in diesem Spiel. Ne? Es gibt so ein paar kleine Bugs, haben sie immer noch drin. Aber sie sind bemüht, es gibt immer regelmäßig Patches. Es gab jetzt auch wieder vor kurzem einen Patch. Und da haben sie jetzt auch wieder geschrieben, dass so ein paar Kleinigkeiten repariert wurden. Wie gesagt, manchmal merkt man es nicht, weil man es einfach nicht sieht. Hinterer Querlenkerarm lang. Hängung. Großer. Hinterer Querarmlenker lang. Zweimal. Danke. So. Aber sie sind bemüht. Ist, ja, ist kein gutes Zeugnis, wenn drin steht. Sie haben sich stets bemüht, aber sie sind wirklich bemüht. Dass sie da wirklich auch mal ein fertiges, rundes Spiel draus machen. Mal gucken, was jetzt noch die nächste Zeit rauskommt von den Jungs. Und so ein Farmplaner-Spiel ist da ja noch dabei. Also so ein, wurde dann mehr oder weniger nur managed. Aber heißt sogar Farm Manager oder Manager Farm? Irgendwie sowas. Achso, ja, Bremsen wollte ich noch nachkaufen. Stimmt, da hat er recht. Bremsen, da wollte ich noch mindestens zwei Sattel und zwei Zylinder nachkaufen. Sonst wird das nämlich hier nichts mit uns. Da haben wir keine Freunde mehr, wenn wir die Teile nicht haben. Gut. Jo, dann hier noch ein kleines Gummilägerchen. Brauchen wir noch ein Stabilisator und eine Koppelstange. Dran ist sie. Da haben wir noch einen Querlenker. Sehr schön, da sind es beide geworden. Das freut mich ungemein. Und dann haben wir hier unten noch einen unteren. Da sind auch zwei geworden. Huh, halt, nicht im Auspuff festhängen. Gut, dann Federhaube. Hintere Feder. Jetzt, da habe ich jetzt richtig dieses Beirät gekriegt haben. Ich bin mir nicht sicher. Domlager dazu. Gummilager. Bin ja mal gespannt, wie der sich anhört in der, auf der Teststrecke, weil der Wengler war jetzt nicht so, ne, weil es sich so beeindruckt, nicht so, dass man da sagt so, oh ja, das ist ein tolles Auto, so, da braucht man eine Hinterachse auch, so bei Treibstofftank, da braucht man natürlich einen kaufen, bei der Pumpe bin ich mir nicht sicher, ob ich es repariert bekommen habe, den Tank, den kriegen wir nicht geschweißt, hm. Gut, macht man auch nicht, also, ich glaube, einen Tank schmeißen, könnte durchaus auch gefährlich sein, ne? Wenn da noch Reste drin sind vom Treibstoff, die Gas, und dann gehst du damit so, so einer Flamme offen ran. Könnt ihr dafür sorgen, dass du eine neue Frisur hast. Einmal komplett ab. Oder so. Kann ja passieren. Also. Gibt Schlimmeres, aber ja. Damit sollte man nicht spielen. Das auf jeden Fall nicht. Dazu ist das so gefährlich.
Muss ich dann noch mal sagen, also ich hatte das in unserem Heimatort, hatten wir auch hatten wir auch so einen Unfall mit Vogeln, also wo sie dann angefangen haben, irgendwie rumzuspielen mit Feuer und das Ganze, da gab es dann eine Verpuffung mit halt leicht brennbaren Mitteln und da sind, ja, das sah nicht mehr schön aus dann. Da ist wirklich dann so einmal alles weggebrannt gewesen, so im Gesicht dann an Extremitäten, Ohren, Nase und so, das war nicht schön. So, hintere Antriebswelle brauchen wir, das, aber da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Das ist ganz schönes Thema. So, hintere Antriebswelle, da ist er. So, haben wir sie. Da brauchen wir sie auch rein. Dann Bremsscheibe, dann brauchen wir Bremsbeläge, dann den Bremssattel. So, dann. Eieiei, wie komme ich da jetzt ran, wo ich ran will? Warte, muss ich mich mal einmal komplett drehen hier und dann mal von unten gucken. Da wollte ich nämlich noch ran. Die kleine Gummilagerbuchse einbauen und den Querlenkerarm. Sehr gut. Oh, da haben wir doch nicht beide gekriegt. Oh, die hier vorne. Ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern, komm auch du. Nein. Federhaube, eine bitte, danke. Zusammenbaumodus. Das Federhäubchen. Die Feder an sich. Und das Domlager. Sehr schön. Gut, dann kümmern wir jetzt uns um die Bereifung, würde ich sagen. Da brauchen wir. Müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn überhaupt im Lager? Felgen. Bis auf eine alle. Felge Jeep Grand Cherokee. Okay, da brauchen wir eine. 22 Zoll. Ich gerade klein. Und dann können wir die Reifen dazu kaufen. Dann gucken wir mal, wie groß die alten waren. Jeep. Felge M. Da müsste sie davor sein. Mit den. Mazda, Mazda Modern. Lotzen. Da. Wo ist sie? 22 Zoll. Eine. Ab dafür. Geht ja noch. Gut. Dann. Achso. Wir wollten ja gucken, was für Puschen da original drauf waren. Aufhängung, Reifen. Drauf waren Sportreifen 335, 22. Ui, na, dann machen wir die wieder drauf, würde ich sagen. Bordreifen. 22 Zoll, 4 Stück, nicht 5, 4. 305. War 35, ne? 335 waren drauf. Oder 25. Ah, wir machen nehmen 35. War ganz schön hoch eigentlich schon wieder, aber. Schön. Nee, doch, das sieht so aus, wie es war. So, wir gucken mal ganz kurz, ob, wie weit wir uns vertan haben. Ja, 35, ja, 22 ist richtig. So, das passt hier auch noch an die Ausbruchsmaschine dran. Sieht schon beachtlich aus, ne? Sieht schon beachtlich aus. So. Dann komm du mal her, dann bauen wir dich da dran. Ja. Habe ich da jetzt nur die gesehen, die noch nicht ausgewuchtet waren? Das neu? Bin gerade ein wenig irritiert. Ich glaube, das ist neu, ne? Dass man nur die sieht, die noch nicht ausgewuchtet sind. Wollen wir das werden wir gleich überprüfen. Tatsache, man sieht nur noch die, die nicht ausgewuchtet sind. Hey, ich bin mehr begeistert. Das muss ich ehrlich sagen, ich bin da wirklich begeistert. Also da haben sie jetzt. Das ist eine Neuerung, die mir wirklich gefällt und die auch gut ist, weil ich mich sonst jedes Mal immer erst, welches musst du denn jetzt noch und dies und das, musst du schnell gucken und dann hast du das Falsche genommen. So brauchst du wirklich bloß nur durchklicken und bist dran fertig. Gut, sehr gut. Bye bye. Gibt's einen Daumen hoch für. Also von mir jetzt. Wenn ihr mir eingeben wollt, auch gerne. Aber da gibt's auf jeden Fall einen Daumen hoch für. Das haben sie gut gemacht. Das gefällt mir. Die Änderung, das ist mit dem letzten Patch gekommen, der kam am heute, also gestern. Also wenn ihr guckt, gestern,
für mich heute. Dann, da kam das. Liegt da das Jeep echt spiegelverkehrt drauf? Och Leute, ernsthaft? Moment, das müssen wir mal von der anderen Seite gucken. Da steht es wahrscheinlich richtig rum drauf. Ah, ja, da steht es. Hier steht es. Auf der Seite steht es dann richtig rum drauf, ne? Da. Ach Leute, ernsthaft? Ah, sonst seid ihr zu faul gewesen, eine zweite Grafik zu machen, damit auf dem anderen Reifen das Jeep richtig rum drauf steht. Das ist traurig, das ist schade. Das finde ich schade. Also, dass das Jeep da jetzt wirklich spiegelverkehrt drauf steht, das finde ich echt schade. So. Upsalat. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir hätten die Karosserieteile noch kaufen können, ne? War doch schon mal was. Spulen sind wieder dran. Farbe gefällt mir jetzt noch nicht unbedingt, aber Gott, mein Herr. Man kann ja nicht alles haben. So, dann zaubern wir da jetzt noch ein paar Kolben rein. Hier gibt es die anderen Kolben. Okay, haben wir 8 Kolben falsch gekauft. Gut. Gut. Ist ja gut. Haben wir die 8 Kolben hier. Ich habe mich schon gewundert, warum wir die mal irgendwann einsetzen müssen. Jetzt wissen wir es. Hier. Was denn du wieder? Wie, da haben die auch andere Kolbenringe? Pistol Rings, oh, Piston Rings, oh. Piston, Piston Rings. Ja, brauchen wir auch 8, danke. Mist, zweimal verkauft, also schon den falschen Kolben und die falschen Kolbenringe gekauft. Ja gut, das machen wir dann wenigstens nachher am Ende eigentlich irgendwie auch wieder konsequent, ne? Aber schönes Anlass. Das hätte man besser haben können. Ich warte ja immer noch darauf, dass ich mir irgendwo einen Dieselmotor einbaue, ne? Wo man keine Zündkerzen, sondern Glühkerzen. Hm. Weiß gar nicht, ob ein neumoderner Dieselmotor, glaube ich, nicht mehr Glühkerzen, ne? Das ist ja. Ja, vorsinnflutlich. Wovon redet dieser alte Mann? So. Kraftstoffverstärker haben wir auch. Kraftstofffilter haben wir noch nicht. Luftfiltergehäuse, das haben wir auch. Okay. Nockenwelle haben wir nicht. Okay, dann geht's hier erstmal weiter. Ja, na, der Seite. Okay. Ja, Kolben. Da waren wir wieder so mutig und haben vorgekauft und dann, ja, das, ne? Da haben wir uns natürlich wieder in die Nessel gesetzt, ja. Ist nicht schön, aber selten. So, dann bauen wir noch ein bisschen Kerzen ein und dann machen wir die Folge auch zu Ende, damit wir dann nämlich morgen auch noch ein bisschen was zu tun haben. Denn die nächste Folge gibt es dann morgen früh um 11 Uhr. Und da wird der Wagen fertiggestellt und dann können wir auch eine Probefahrt machen. Mit dem guten Stück. Also verabschiede ich mich mit den Worten, dass das eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 war. Hier aus Seagame Studio. Wir bauen den Jeep Grand Cherokee auf und ich stecke hier fleißig Zündkerzen in den Zünderkopf. Über den die optimale Verbrennung. Das muss aber auch gut abgetimt sein. Das sind beide gleichzeitig Punkte, damit es nämlich nicht klopft. Weil das Klopfen vom Motor ist nämlich das Aufeinandertreffen von diesen Flammen. Also wenn jetzt auf zwei Seiten quasi das Feuer kommt und wenn diese Flammenwände in dem Motor aufeinandertreffen, dann klopft der Motor. Kurzer Exkurs. Gut. Tschüss.